So, willkommen zurück zu Harry Potter. Wow, Leck-Aktion. Willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ich warte eben, bis sich die FPS wieder eingekriegt hat, also Hey jetzt. Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir kaufen im Dutzend ein. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. Boah, hier leckt's gerade wie am Stück. Hey Boah, Harry, Lust auf Alter, ein Geschäft? reg dich mal Wir ab, kaufen im FPS. Dutzend ein. Das macht sich auch im Preis bemerkbar. Jo. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Boah. Wir kaufen. Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quidditch-Ausrüstung der Chadley Cannons. 500 kaufen wir. So. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Wahl zufrieden sein wirst, Harry. Tut mir leid, Harry, ich kann dir momentan nichts anbieten. Gar nicht so schlimm, wo haben wir das? Da. Was verkaufst du denn? Ich habe einen Nimbus 2001. Das beste Fabrikat, das derzeit im Handel erhältlich ist. So, nachdem wir die beiden Paten hier Du bist wirklich ein ausgekauft kritischer haben. Kunde, Harry. Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Komm später noch einmal vorbei. Ach, die kriegen eh nichts mehr. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Wo ist der Besen? Alter, wo ist der Besen? Ach, da. Gar nicht gesehen in dem Winkel. Ja, handeln tun wir nachher noch. Jetzt gehen wir erstmal Quidditch spielen. Weil wir uns gleich noch die Wie ganzen, konnte ich nur vergessen, wie man zum Quidditch-Platz kommt? weil wir, wie gesagt, noch überhaupt nicht die ganzen Silberkarten haben. Und vielleicht kriegen wir auch noch ein paar Bronzekarten. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, boah, wir können noch so viele. Die Silberkarten kann man, glaube ich, alle kaufen. Egal, jetzt zocken wir erstmal Quidditch. Oh ja, Quidditch ist super. Ein wunderbarer Tag für ein Qu Komm, scheiß was auf die Dings. Wir wollen Der zocken. Schnatz ist im Spiel. Da kommt Potter! Einfach nur hinterherfliegen. Der Hufflepuff-Sucher ist dem Schnatz Verpiss dich, Hufflepuff-Sucher. Ey, unsere Mannschaft ist so schlecht. Die liegen schon 30 zu 0 zurück. Hufflepuff hat sich den 40 Vorteil zu 0. geschafft. Boah, das Publikum beleidigt mich voll. Er dreht, greift nach dem Schnatz und daneben! So. Siri! 60 zu 0. Ey, das ist Da so kommt ein schlecht. Klatscher! Jetzt kommt wieder dieser Hufflepuff-Sucher da. Verpiss dich, Hufflepuffer. Schrei nicht so, Kommentator. Verpiss dich. Was für ein Talent! Los, Oh, Quidditch macht so Laune. Super, jetzt kriegen wir noch 40 raus. War ja auch nicht schwer. Eigentlich ein bisschen schwer ist nur das letzte Spiel, wo man durch den Burggraben fliegt und so einen ganzen Müll, wo man richtig viel machen noch nebenbei muss. So. Und nächstes. Wir spielen jetzt alle Ein rauf und ab. wunderbarer Tag! Jo, hast schon mal gesagt. Sag's eh mal selber. Also wir machen die jetzt alle hintereinander. Weil. Ey, die führen schon 10-0 schon wieder. 20-0. Piss dich. Nix im Blick. Das gehört, der gehört mir. Ich bin hier. Berühmt und so, ne? Ich glaube, ich let's play hier nach die. Ey, verpiss dich. Ich glaube, ich let's play hier nach mal eine Runde in der Quidditch-Weltmeisterschaft. Habe ich auch noch irgendwo hier rumfliegen, das Spiel. Und deswegen, da ich mir jetzt, muss ich echt sagen, ich habe mir vorgenommen, die ganze Harry Potter-Reihe zu let's playen. Heißt, 1, 2, 3 haben wir, 1 und 2 haben wir ja schon jetzt. Dann werde ich jetzt die Harry Potter Quidditch WM zocken, dann Teil 3, dann Teil 4. Dann Lego Harry Potter werde ich auch zocken, das wird dann blind sein. Oh, das tat weh. Ja, also dann Lego Harry Potter, dann Teil 5, Teil 6 und die beiden 7er Teile. Blind wird davon Lego Harry Potter sein, Teil 4 wird blind sein. Und Teil 5 wird blind sein. Piss dich, du Scheiß. So, zweites Spiel gewonnen. Yay! Ach, das macht Spaß. Gute Nacht, Junge, es ist helliger Tag. Selbst hier gerade in echt ist hier gerade mal noch helliger Tag. Okay, hellig nicht, das Wetter ist scheiße. Egal. Nächstes Spiel. Das sind immer die Hauspunkte, die man dafür kriegt. Jo, erstes Spiel gegen Slytherin, dann haben wir schon Ein wunderbarer Halbzeit. Tag! Also Halbzeit in den Sinn von den Spielen. Haben wir nämlich die ersten drei Der alle Schnatz schon. ist im Spiel! Oh jo, da ist er mit mehr Seht euch nur Feuersucher. Potter an! Yay. Er ist hinter dem Schnatz her! Hinter dir! Der Slytherin-Sucher Ja, ich kann dir hier oben auch nicht mehr weiterhelfen.
Boah, hört auf zu Disney, ihr sollt den Schnatz fangen. Wer sitzt denn mit zuen Augen auf dem Besen? Schlangen finden dich, öde Potter. Wessen Vater wird denn im 5. Schuljahr nach Azkaban geschickt? Haha. Ja, okay. Oh, scheiße. Du wirst auf der ganzen Welt berühmt werden, Potter. Als größter Verlierer aller Zeiten. Wer hängt denn tot auf seinem Besen? Ja, ja. Welche Tante wird im 7. Schuljahr getötet? Meine oder deine? Gryffindor gewinnt! Die Jordan wünscht einen schönen Abend. So. Jetzt führen wir, glaube ich, auch genug in der Hauspunkteführung. Aber wir machen die nächsten Spiele auch noch. Dann haben wir es wenigstens hinter uns. Nächstes Spiel. Dann haben wir Quidditch auch gleich hinter uns. Und dann machen wir noch die Duelle und dann gehen wir einkaufen. Der Schnatz ist im Spiel. Oder wir werden gleich Bohnen farmen, sagen wir es so. Also ich werde die Duelle mehrmals machen, einige, um halt die Bohnen zu bekommen. Weil die silbernen Bildkarten kosten, glaube ich, schon einiges. Ey, was haben wir für schlechte Treiber? Die Mafiosi machen eine schlechte Arbeit als Treiber. Piss dich, Hufflepuff, hier. Loser, Loserhaus. Oh, ich habe gegen mein Glas gehauen, scheiße. Hey. Junge, die führen 80-0, wie schlecht ist unsere Mannschaft? Oh! So, wieder gewonnen. Lee Jordan wünscht allen eine gute Nacht. Gute Nacht. Ach ja, und jetzt noch zwei weitere Spiele, dann ist Quidditch schon wieder vorbei. Ah, wir haben ja hier noch einiges zu tun. Danach kommt ja auch noch, ach, da kommt noch die Gold-Herausforderung, da kommt noch so einiges. Ich schätze mal zwei Parts, kriege ich vielleicht noch voll. Nein, deine Mutter. Ah, ich schätze mal ein Part gleich noch, oder? Ja, Duelle könnten auch noch ein Part einnehmen und dann halt noch die Gold-Herausforderung. Oh, piss dich. Piss dich, warum leckt das jetzt? Du scheiß Schlampe, geh weg. Meine Güte, geht einem das hier auf den Sack. Das ist mein Schnatz. Guck mal, der groovt voll auf dem Besen. Piss dich, habe ich gesagt. Boah. Ach ja. Aber ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal schreiben, ob ihr lieber die Quidditch-WM als nächstes sehen würdet oder halt den dritten Teil. Oder... Ja, soll ich erstmal eine Pause mit Harry Potter machen, aber eigentlich habe ich gerade richtig Bock. Oh, verpiss dich! Was soll das? Sie soll gehen! Meine Fresse! Also, nochmal. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr lieber jetzt Quidditch WM sehen wollt. Also, es gibt ja das extra Spiel, Quidditch WM. Harry Potter 3, also der Gefangene von Azkaban. Oder generell erstmal kein Harry Potter, dann suche ich mir irgendeinen anderen Scheiß aus. Aber es kommt kein Shooter anstelle von Harry Potter, weil ich das so zweierlei aufteile. Immer einen so Shooter-mäßig und irgendwas anderes. Okay, und vielleicht auch unbedingt jetzt demnächst kein Shooter. Ich habe ja parallel noch Call of Duty am Laufen. Da muss ich mal gucken, wie das alles hochgeladen wird. Boah, halt die Fresse. Meine Güte. Immer diese Leute, die Scheiße labern. Oh, das ist jetzt das angeblich schwierigere Spiel. Oh, lass doch mal den armen Malfoy-Jungen in Ruhe, nur weil er keine Freunde hat. Du spielst wie ein Nicht-Magier, Potter. Da, du spielst wie ein Vater. Ein Klatscher hat es auf Harry abgesehen. Der Schnatz konnte Malfoy so gerade noch entkommen. Oh nee, jetzt geht das hier drunter los. Hinter ihm her. Jetzt geht dem Graben, der das Spielfeld umgibt, so richtig die Post ab! Jetzt geht diese ganze Anzeige da unten von neu los. Ja, flieg dagegen, du Narbenfresse! Ja, komm. Way!
Toll. In diesem Jahr geht der Quidditch-Pokal an Gryffindor. Yay, Quidditch ist fertig. Ich glaube, ich mache hier nachher jetzt auch sofort den Cut, damit wir Quidditch alles in einem Part haben. Damit, meine lieben Hexen und Zauberer, ist die diese Saison zu Ende. Der Quidditch-Pokal, Junge, die Saison besteht aus 6 Spielen. Ja, klatscht hier alles. Boah, der ist dreimal so groß wie die Schüler. Warum bin ich? Ich bin nicht der Kapitän der Mannschaft. Warum sitze ich hier vorne? Na, egal. Außerdem Gilderoy Lockhart hat sein Gedächtnis verloren. Was macht der da? Egal. Na komm, wir gehen jetzt mal in die große Halle und fangen vielleicht schon mal mit den Duellen an. Oder ich gehe in die Vorhalle und mach da dann wieder den Cut. Ey, da vorne ist noch eine Hast Truhe. Du Lust auf einen Handel? Später, wenn ich mehr Bohnen habe. Wetten, die arbeitet auch für diese Mafiosi. Also hier für die Weasley Brothers. Ey, da oben ist noch was. Wow. Hä? Muss ich das verstehen? Wofür ist dieser Teppich hier? Oh, da vorne ist noch eine Truhe. Ja, ich hab's ja verstanden. Da vorne ist noch eine Truhe. Das suchen wir jetzt erstmal diese beiden Truhen ab. Ja, Bohnen. Super. Können wir ja richtig gut gebrauchen. Hast du Lust auf einen Handel? Boah, biete dich doch nicht so billig an, meine Güte. Das ist voll der Eunuch. Der schreit auch. Harry! Wie wäre es mit einem kleinen Handel, Harry? Ich dachte, es wäre einer dieser Harry! Lust auf ein Geschäft? Wie kommen wir denn da oben hin? Das würde mich mal interessieren. Hast du Lust auf einen Handel? Oh, fick dich mit deinem Scheißhandel! Da ist die Findo-Herausforderung. Nee, da will ich nicht hin. Aber hier ist noch eine Truhe. Wir gehen jetzt erstmal hier so ein bisschen die Truhen ab. Ja, auch wieder nur Bohnen. Was brauchen wir denn noch sonst so? Wir können Tränke noch ein bisschen brauen aus Spaß und Freude. Hast du Lust auf einen Handel? Lass mich. Wieder nur Bohnen. Jo, war irgendwie klar. Wir sammeln jetzt so nach und nach noch so ein paar Sachen ein, gucken dann. Also ich ziehe das Spiel noch ein bisschen, weil so... Entschuldigung, habe ich noch was zum Hochladen. Und muss nicht gleich schon das nächste Projekt anfangen. Ich meine, ich nehme dieses schon vorab auf. Also ich sag mal, es läuft gerade noch Harry Potter 1 für euch. Also jetzt, wo ich das hier aufnehme. Und deswegen mache ich hier nach erstmal eine Aufnahmepause, auch wenn ich dieses fertig habe. So. Hast du Lust auf einen Handel? Boah, was verhasse denn? Was verkaufst du denn? Ich habe Mega-Power-Rinde. Oh, fick dich, allerbester Qualität und ohne Borkenkäfer. Ach, fick dich mit deinem Borkenkäfer. Das Zeug du ist... Du musst es wissen, Harry. Das Zeug ist so klein, da passt gar kein Borkenkäfer drauf. Hier sind noch Bohnen. Ja, hier war ich schon mal. Brauchst du mir nicht. Alter. Naja, scheiß drauf. Auf die Truhe da oben. Irgendwie muss man da noch drauf kommen. Mal gucken, vielleicht Hast du Lust auf einen Handel? Nein. Vielleicht kommen wir da ja noch so irgendwie hin. Wie konnte ich nur vergessen, wie man zum Quidditch-Platz kommt? Irgendwie muss man doch hier reinkommen. Ach, scheiß drauf. Wir gehen jetzt in die Ach, ich mache hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Part nochmal wieder. Tschüss.